wer haut sich das aufs Dach? Coronavirus-Songs, ja, da wer nicht lacht. Manche, die sind ganz allo, ja, das ist gar nicht gut. Der Einzelhandel, der bricht zusammen, die Selbstmordrate steigt. Wie soll das jetzt weitergehen? Eich schränkt zusammen, wir nun hier. Ist der Virus echt so schlimm, dass man keinen mehr sehen kann? Gibt es in ja am Ofen klar, da weiß man's nicht. Und für die Vorsicht, da ist schnell zu spät. Aber jetzt, wo führt das hin? Die Zahlen sind doch nicht so schlimm. Wo sind die Grundrechte? Die sind wohl eingeschränkt. Die soll's gern wieder her, sobald es passt, geschwind. Sich versammeln, das ist ganz verboten, das Ende ungewiss. Äußer Laum war zwar ein Scheiß, wir war ein Kompromiss. Wie soll das jetzt weitergehen? Eich schränkt zusammen, wir nun hier. Ist der Virus echt so schlimm, dass man keinen mehr sehen kann? Gibt es in ja am Ofen klar, da weiß man's nicht. Und führt Vorsicht, da ist schnell zu spät. Aber jetzt, wo führt das hin? Die Zahlen sind doch nicht so schlimm. Aber zwei einfach aufzunehmen kann da fatale Folgen haben. Kranker Heiser überfüllt ganz früh da den Unbeglang. Jedoch Kinderkorner, die Konsequenzen des langen Lockdowns, der Grundrechtseinschränkungen, und deshalb stellt sich mir die Frage, wie soll das jetzt weitergehen? Eich schränkt zusammen, wir nun hier. Ist der Virus echt so schlimm, dass man keinen mehr sehen kann? Gibt es in ja am Ofen klar, da weiß man's nicht. Und führt Vorsicht, da ist schnell zu spät. Aber jetzt, wo führt das hin? Die Zahlen sind doch nicht so schlimm.